Willkommen im Aquazentrum. Heute führt euch einer unserer Kunden durch seine Küche, in der er einen Aquavolta ECA-Traktor installiert hat. Und außerdem zeigt er euch seine anderen Lieblingsgeräte. Tja, bei mir jetzt in der Küche zu Hause. Meine Lieblingsgeräte in der Küche sind erst mein Slow Juicer. Damit wird Gemüse, Obst mit maximal minimalster Geschwindigkeit gepresst, um maximale Vitamine und Mineralien zu erhalten. Mein Vakuum-Smoothie-Mixer. Hier wird mit einem Vakuum mit Highspeed Gemüse und Obst zerkleinert. Aber die Nummer 1 bei mir im Haushalt natürlich mein Aquavolta Water Tractor, den ich seit knapp 2 Jahren jetzt benutze. Ich benutze ihn für alle Getränke, die ich und bei meiner Familie in Nutzung kommen, Tee, Kaffee, Wasser. Generell trinke ich mindestens selber 3 Liter Wasser in der Stufe, wenn ich jetzt mal einschalte, eigentlich in der Stufe 3, Alkalin 3 mit 10,1 pH-Wert. Ja, Filter gerade getauscht. Ich fülle mir das ab in eine Glaskaraffe, wo ein Rosenquarz das Wasser veredeln soll nochmal. Also das ist ein basisches Wasser mit Wasserstoffanreicherung. Was mir ganz wichtig ist, die Wasserstoffanreicherung. Ja, fülle ich auf in die Glaskaraffe. Wir nutzen das nun, wie gesagt, zum Trinken. Oder für die Getränke, Kaffee oder Tee, wobei Kaffee ist eigentlich aktuell nicht mein Thema mehr. Was ich geschalten habe, ich habe im Prinzip Folgendes gemacht. Ich habe hier meinen Brauchwasseranschluss. Damit wird aufgewaschen. Hier ist Osmosewasser aus diesem Hahn. Hier kommt aus dem Osmose Gerät, was jetzt unter der Spüle verbaut ist, eine Osmosefilteranlage, kommt gefiltertes Wasser. An dieser Osmoseanlage habe ich hinten dahinter im Prinzip anfolgend den Aquavolta Traktor angeschlossen. Das heißt, der Aquavolta bekommt nicht das Brauchwasser, sondern schon vorgefiltertes Wasser. Das muss man nicht machen, weil ja der Aquavolta selber Filter verbaut hat. Ja, hier sind sie zu sehen. Ich hoffe, dass ich wieder rotieren kann, den Deckel. Jetzt krieg ich es nicht mehr auf. Ja. Also im Prinzip, der Aquavolta hat ja selber ein Filtersystem, aber ich habe zusätzlich trotzdem nochmal die Osmosefilteranlage, eine große Osmosefilteranlage davor geschalten. Ja, ansonsten, was habe ich hier noch gemacht? Hier oben sind noch nochmal mit Amethyst Steine, die das Wasser verändern sollen oder in der Beschaffenheit verändern sollen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Was mache ich für den mobilen Einsatz habe ich dann noch diesen Booster, den ich mit Wasser fülle, um jetzt, wenn ich mobil mit dem Auto unterwegs bin, dann benutze ich meist gefiltertes Wasser, je nachdem, was mir zur Verfügung steht, unterwegs. Ja. Filtere ich mein Wasser, eventuell hier mit diesem Osmosewasser. Und schraub den Water Booster drauf. Und starte das Gerät. Das ist aber, wie gesagt, für den mobilen Einsatz. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs, viel im Sport, beim Radfahren bin ich viel mobil unterwegs. Deswegen kommt da
der Booster dann zum Einsatz, der hier ganz klasse viel Wasserstoff, ionisiertes Wasser herstellt. Ja, ansonsten, was gibt es hier zu sagen? Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem AquaVolto, mit dem Traktorgerät. Wie gesagt, ich trinke mindestens 3 Liter, meine Frau nicht ganz so viel. Das Wasser schmeckt in der Stufe 3 natürlich basisch. Ich habe mich daran gewöhnt. Mir bekommt es sehr gut. Ich habe meine Gesundheit optimieren können, indem ich einige Kilos abgenommen habe. Ich fühle mich leistungsfähig und fit. Ja, und ich hoffe, das reicht erstmal für den kurzen Eindruck mit diesen tollen Geräten. Ciao, tschüss. So, ich hoffe, diese Informationen waren hilfreich für euch. Unsere ausführliche Website aquacentrum.de steht euch gerne für weitere Infos zur Verfügung. Wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr dort unsere Telefonnummer. Bleibt gesund und bis bald.